Stadt Schützenfest in Mönchengladbach. Das ist Spaß, das ist Freude, das ist Stimmung, das ist Heimatliebe. Und das leben wir an diesem Wochenende in Mönchengladbach. Eine richtig gute Mischung. Genauso könnte man das Stadtschützenfest in Mönchengladbach zusammenfassen. Mit Pauken und Trompeten und besinnlich leisen Tönen. Mit viel Tamtam, viel Tradition und noch mehr guter Laune. Besonders er hat ganz viel Grund zu guter Laune, denn Hans-Peter Tönes ist neuer Bezirkskönig in Mönchengladbach. 117 Schüsse brauchte es, um den Vogel zu Fall zu bringen. Sein Treffer setzte sich gegen alle 10 anderen Kandidaten durch. Prächtige Orden und Silberketten gehören zum Stadtschützenfest wie Uniformen und Trachten. Von allem gibt es heute reichlich bei einem feierlichen Empfang im Rathaus. Liebe Gäste hier im Rathaus Abtei, alle herzlich willkommen zu unserem heutigen Empfang. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Jahr Freunde aus Roermond hier haben. Auch die feiern Schützenfest und wir feiern zusammen. Das heißt Frieden, das heißt Einheit in Europa und das kann uns auch keiner wegnehmen. Bedankt, dass ihr Erl hier seid. Alle Majestäten der Bruderschaften und Vereine, auch der Bundeskönig und ein Gastkönig aus den Niederlanden, sind geehrt worden mit dem Orden des Oberbürgermeisters. Und natürlich hat auch Hans-Peter Tönes, unser neuer Bezirkskönig, mit seinen beiden Ministern die ersten Orden bekommen. Und nachher in der Kirche, da gibt es die feierliche Krönung mit der Übergabe der Amtssilber. Und ich finde es halt sehr, sehr, sehr feierlich. Die Kirche ist wunderschön. Die Stimmung ist richtig zu Herzen gehend und unsere Majestät ist halt Bruderschaftler aus dem Herzen heraus und das zeigt sich in dem Moment ganz besonders. Euch alle Majestäten, Minister, Ritter, Prinz, segne der gütige und allmächtige Gott. War wirklich klasse. War eine tolle Messe. Das war schon ein ganz großer Moment. Eine ihrer Hauptaufgaben wartet an diesem Nachmittag auf Sie, die große Festparade. Treffpunkt Alter Markt für tausende Besucher und 2500 Schützen und Musikanten. Hier kommen Party und Parade zusammen. Dann, liebe Frau Generalin, die Parade ist freigegeben. Auf einen schönen Nachmittag. Friedliches Feiern hier in Mönchengladbach. Ja, Stadtschützenfest ist Spaß ohne Ende. Tradition, die seit Jahrhunderten besteht. Beim Schützenfest kann jeder mitmachen. Mönchengladbach ist eine Stadt mit vielen Strömungen, vielen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. Und wir alle wollen gemeinsam diese Stadt lieben und feiern. Und deshalb laden wir alle ein, beim Stadtschützenfest dabei zu sein. Wir feiern ein Fest der kulturellen Vielfalt. Natürlich haben wir gemeinsame Werte, die wir teilen. Aber das heißt nicht, dass irgendjemand ausgeschlossen ist, sondern alle, die diese Werte teilen, sollen einfach mitfeiern. Wir feiern unsere Stadt, wir feiern unser Zusammenleben. So groß das Stadtschützenfest erscheinen mag, im nächsten Jahr kommt der große Bruder in die Stadt. Und der hat Übergröße. 2025 ist Mönchengladbach Gastgeber für das Bundesschützenfest mit 25.000 Schützen und Gästen. Mönchengladbach weiß zu feiern. Mönchengladbach ist eine wunderbare Stadt und heißt alle willkommen, die bei uns sein möchten, zum Bundesfest der historischen deutschen Schützenbruderschaften vom 19. bis 21. September 2025 hier am Altmarkt in der ganzen Stadt. Wir freuen uns drauf, auf die Schützen, auf die Bürger, auf die Gäste, auf Menschen, die Brauchtum lieben und Gemeinschaft pflegen, hier in Mönchengladbach. Thank you.
nächstes Jahr wieder zum Stadtschützenfest in Mönchengladbach. Dankeschön!